Das nächste wäre dann der Sumpfpalast. Der ist auch gar nicht so schwer, glaube ich. Diese Flöte hat mein Sohn gehört. Hast du ihn getroffen? Hat meinem Sohn gehört. Wo ist der? Geht es ihm gut? Oh, ich verstehe. Dein Blick verrät mir alles. Bitte behalte die Flöte und spiele dem großen Dorfvogel eine Melodie vor. Das wäre auch im Sinne meines Sohnes, wenn ich ihn nur noch einmal sehen könnte. Okay. Dann gucken wir mal, was passiert, ne? So, und zwar bringt uns der direkt... hier hin, und ich glaube, hier war auch die Feenquelle, ne? Hier war auch die Feenquelle. So, schmeißen wir 2×50. Und nochmal 50, so mehr mache ich erstmal nicht, weil ich habe nicht so viele Rubine. Ich möchte mehr Bomben tragen, genau. Danke. Tschu, so. Ich weiß nicht, reicht das jetzt noch für ein, einmal Trank? Ich weiß gar nicht. Ja. So. Den Rest würde ich gerne... würde ich gerne mit einer Fee auffüllen wollen. Vorausgesetzt, ich finde die Feenquelle. Ich kann irgendwas finden, ne? Ich weiß schon. Ich weiß schon. Ist schon hier? Ich weiß jetzt gar nicht. Oh ja. Oh ja. So. Sehr schön.
Ishii, ne? Ishii! So, bevor ich jetzt aber weitermache, gucke ich mal, ob ich noch Herzteile sammeln kann. Ein Viertel haben wir ja schon. Aber das war mein Controller. Das war mein Controller. So. Das habe ich auch, das habe ich auch. Irgendwo soll noch ein Baum sein. Es hieß ja noch, also es heißt hier, nachdem Aghanim vertrieben wurde, offenbart der Baum sein Geheimnis. Einfach anrempeln. Die Frage ist halt nur, welcher Baum, ne? Welcher Baum? So, ich benutze mal den Vogel. Ich mal zu links Haus. Dann beam ich mich mal in die Schattenwelt. So, und dann gehen wir mal zurück zum Dorf. Ihr erinnert euch ja, ich hatte... Ach, warum habe ich das eigentlich nicht gleich vorhin gemacht? Ja, ist egal. Erinnert euch, ihr euch an diesen Blumenkreis da? Achso, die sind wieder drin. Ja, ja. Pfähle wachsen ja auch nach, ne? Wenn man sie einmal mit dem Hammer reingeschlagen hat, dann wachsen die nach. Ist Zelda-Logik. So. Beim nächsten Mal sind... Beim nächsten Mal sind die wieder da. Ach, wie nett. Zelda-Logik. Fragt bitte in Zelda und in Resident Evil nie nach Logik. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das war. Da unten ist er doch. Der ist hier doch. Jedenfalls mal davon aus, dass der gemeint ist. Wir werden sehen. Oh.
Mein Sohn, ne? Schön so. So, ich überlege jetzt gerade. In dem Schatzgarten, wo ich gerade gegraben habe, gibt es noch ein Herzteil. Das mache ich aber, wenn ich mal mehr Rubine habe. Nördlich vom Friedhof. Okay, muss ich mal gucken, wo ja der Friedhof ist. Oje. Also ich brauche ja eigentlich erstmal nur noch zwei Stück, ne? Das würde mir ja schon reichen. Solange ich nicht ins Dorf komme, komme ich auch nicht zum Friedhof, glaube ich. Das wird nichts. Zur Schmiede komme ich auch nicht, ne? Zur Schmiede komme ich auch nicht. Dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben als... den Sumpfpalast. Den Sumpfpalast, sage ich. Ja doch, Sumpfpalast zu machen, ne? Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Wartet mal, ich glaube, ich habe den Baum gefunden. Nun ja, gut. Egal. Wir gucken uns einfach mal um. In der Lichtwelt fällt mir gerade noch was ein. Irgendwo war ein Haus mit einem Holzblock. Was, wenn uns nichts anderes übrig bleibt? Bei was? Hallöchen erstmal. Herzlich willkommen. So.
Nur die Frage. Moment, dieser Holzblock steht da auch nicht umsonst, oder? Doch, steht er. Gut. Gut. Die Viecher schon wieder. Ah. Au. Ja. Das ist zumindest besser. Es ist zumindest besser. Deine Schrift ist schwarz auf schwarzem Hintergrund. Das ist richtig cool. So, was haben wir hier? Feen. Einfangen muss ich keine, weil... Voll. Flasche voll. So, ich glaube, das war der Baum, ne? Den die gemeint hatten. Acht Hacker hättet ihr noch. Wow. Habe ich das Spiel richtig versaut, oder was? So, also allzu viele Häuser stehen hier ja eigentlich nicht rum, ne? Am Ende waren sie alle tot, ihr auch. Okay. Ja, das ist scheiße, wenn dann irgendwelche Hacker oder Cheater oder irgendwas da dazwischen funken. Ich meine, wenn ich zu blöd bin, das Spiel zu spielen, dann gebe ich es ja wenigstens zu, ne? Aber dann fange ich nicht an mit Hacken und, ja. Aua. Vielzähler über 30. Das klingt gut. Klingt gut. War eigentlich Antje da noch da? Die wollte doch auch vorbeischauen, ne? Sagtest du ja irgendwie? Bin ich genialerweise mal im Kreis gerannt. Oh.
Ein Haus mit einem Holzpflock davor. Was? Gleich fast in den Spiegel gelaufen. Also zumindest ein Herzteil immer sie dann noch zusammenbekommen, bevor ich jetzt zum Sumpfpalast gehe, oder? Das kann doch nicht sein. Naja, das war's auch nicht. Bibliothek ist es auch nicht. Aha. Aha, aha, aha. Ach, ja, wartet mal, ich hatte ja noch was. Wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich. Es schreit nach Rache, mach dich auf etwas gefasst. Auf. Jetzt wird er nur noch halb so viel Magie abgezogen. Dankeschön. Danke schön. Nun gut. Ach so, das war der Typ, der in der Schattenwelt gefangen ist, ne? Da war irgendwas. Der war was. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Sumpfpalast. Er fällt gerade ein. Ich könnte mal speichern, weil wenn ich jetzt verrecke, dann... dann wird's blöd. Aber richtig blöd. So, ich lasse ihn jetzt mal einfach stehen. Ich wollte gerade sagen, wenn einer von euch mal so freundlich wäre, mir ein Herz zu schenken. Nice. Nice, nice, nice. So. Boah, jetzt muss ich ja wieder außen rumlatschen, ne? Ich hätte vielleicht mal. Aua. Das. Boah, zwei Herzen. Zwei Herzen
So, ich hätte vielleicht mal... Ja, das kann ich auch machen, wenn ich da bin. Muss ich halt den Spiegel benutzen. Ach so. Was will ich mit deinem Minischild hier, bitte? Jesus! Wie ich denn damit? Hörst du mal auf, mir die Zunge rauszustrecken? Ach, mach! Ach, mach! Oh. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ach, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Das war ja der Eispalast und nicht der Sumpfpalast. Da komme ich ja noch gar nicht hin. Da komme ich ja noch gar nicht hin. Ich habe jetzt wenigstens... Ja. Ich wollte gerade sagen, aus dem Wasser wieder raus. Das wäre wünschenswert. Oh, ein roter Rubin. Großzügig. So, die Flecke sind natürlich wieder da. So. Muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder falsch laufe. Also nach links. Und dann nach unten. So, da wollte ich hin. Oh, kann ich die aufbomben? Kann ich die aufbomben?
kann ich wohl. Okay. Rubine nehme ich. Und Schatzkisten auch noch. Ja. Geld. Geld. Wartet mal, was war denn da drüben noch? Mal gucken, ob es hier noch irgendwelche geheime Höhlen gibt. Nein, gut. Gut. So. Ich nutze hier mal den Spiegel, weil ich glaube, ich muss... Wow. Das Wasser erstmal wieder einlassen, bevor ich in den Palast kann. Genau, so. Alles hat ein Gegenstand in einer anderen Welt, bla bla bla, ja, das wissen wir. Das wissen wir. Oh, das war jetzt Dummheit hoch 10, aber egal. So, hier gibt's was zum Bombe legen. Aua. Aha. Ach, die Karte. Ja, das... Das ist doch mal... Ich wusste, dass es hier was gibt. Ich wusste es. geh weg. Geh weg. So, hier war, glaube ich, ein kleiner Schlüssel.
Ja. Wo muss ich den wohl benutzen? Schwere Kopfarbeit, schwere Kopfarbeit. Hier ist eine Wand zum Einbomben. Mach's gleich. Ja. Achso, gut. Ja, ja, nicht, dass ich dann wieder eine übersehe, ne? Siehe Schattenpalast. Eine einzige Wand, ey. Eine einzige Wand. Achso, große Truhe. Große Truhe bringt mir nix. Aua. Wollte schon sagen, was ist das? So, guck ich mal. Oh Gott. Tut sich nichts. Tut sich auch nichts. Okay, geht nicht. Dann halt nicht. Alter. So, da wäre die Tür mit dem Schlüssel da auch. Verarscht. Weil habe ich mich jetzt selbst verarscht, ne? Au. Yes, yes, yes. Okay, hier ist nichts. Aber rechts sind Köpfe. Wow, und links ist eine Truhe. Okay.
Okay. Klingt, als wenn ich mir das merken müsste. Aua. Wow. Alles für ein paar Rotrubine, okay. Nee, falsch, falsch. Dass das jetzt so wahnsinnig viel gebracht hat. Boah, aua, weiß ich auch nicht. Oh mein Gott. Okay. Muss das Ding also umstellen. Oh, aha! Wow, voll... voll reingerannt. Muss das Ding also umstellen. Dann mache ich das. Boah, ey, warum laufe ich denn? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich vielleicht mal auf Steuerung mit dem Steuerkreuz umstellen sollte. Weil das ist echt kacke teilweise hier. Das ist doch was, ne? Das ist doch was. Das ging ja relativ fix, ne? So, ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Uah, geht weg. Ach, der Enterhaken. Der Enterhaken. Stimmt, den gab es ja auch noch. So, ich bin doof. Und natürlich fehlt mir ein kleiner Schlüssel.
Ein kleiner Schlüssel. Aha. Aha. Oh. Oh. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. So. Nee, 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 nee. Nö, nö. Die Frage, links oder rechts? Hey, jetzt bin ich hier. Oh. Pfeile, Bomben, Rubine. Hey. Hm. Aha. Aua. Aua. Na gut, es war eine rote Rubine. So. Naja, nee, komm. Komm. Ist egal. Nee, Moment hier, hä? Au.
Moment. Huch. Oh. Tutet. Das hätte können jetzt ganz gewaltig schief gehen. Alter! Du blöd oder was, aus dem Wasser zu krabbeln. So, hier kann ich noch eine Bombe legen, das mache ich auch. So. Und ja, letzte kleine Schlürfe. Geh raus. Meine Güte. Meine Güte, so, hier brauche ich definitiv den Enterhaken und ich hoffe mal, ich schaffe den jetzt mit einer Fee und mit einem Heiltrank. Wollte ich sagen. Normalerweise ist er ganz easy. Und man weiß wie. Das letzte Vieh zu erwischen ist noch immer so eine. So eine Sache. So. Gummiball. Aua. Hey. Gummiball. Na komm, geh tot. Geh tot. Bin da mal überlegen. Ich mich heile. Vorsichtshalber. Na gut, es war sinnlos, aber Feen kann man wieder einfangen. Das ist nicht so schlimm. Besser wie auf die letzten paar Herzen noch zu verrecken, ne? Das wäre doof gewesen.
Das wäre doof gewesen. Oh Link, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt, solange er lebt, alle Wünsche. Deshalb wussten nur wenige von diesem goldenen Land, doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Kanan entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Was denkst du? Denk daran, du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporter, denn es gibt nicht nur den auf dem Todesberg. Wandere von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der Kanan bezwingen kann. Wir vertrauen dir. Hast du alles verstanden? Ja, du musst mir das nicht nochmal erzählen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. So, ja, nice. Damit ist der Sumpfpalast auch schon fertig. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Ich hatte ja heute eigentlich 2 Stunden geplant. Wie ich dann ja auch ganz gut rumgebracht habe, ne? Was wäre denn Nummer 3? Der Wald. Ah, da komme ich doch noch gar nicht hin, oder? Oder. Wer weiß. Könnte man den Spiegel benutzen? Hol mir mal meine Fee noch wieder, die ich jetzt verbraucht habe. 1x8. Schon mal das Netz ausrüsten, so. So, kommt zu Papa. So, damit sollten meine Flaschen wieder voll sein, ne? Ja. Sind sie allerdings. So. Und ich würde sagen, damit mache ich Schluss für heute. Gesundheitlich nicht ganz so auf der Höhe. Ich will es nicht unbedingt provozieren, da ich morgen wieder arbeiten muss. Für den Sonntag soll es auch reichen. 2 Stündchen. Das Datum für den nächsten Stream kann ich euch jetzt nicht sagen. Das habe ich nicht mal im Kopf. Ihr findet es aber natürlich wie immer in meinem Kanalbanner, auf Facebook und Twitter werde ich die Zeiten dann auch posten. Und da seid ihr dann auf dem Laufenden, wann der nächste Stream ist. Ich glaube, es war der 7. März, ich lege da dafür jetzt aber nicht die Hand ins Feuer. Müsste aber der 7. März sein, ab 18 Uhr. Sage ich jetzt einfach mal so im Voraus. So. Dann
danke ich euch, dass ihr da wart. Herrndall natürlich wie immer. Vielen Dank, dass du reingesehen hast. Den zweiten Zuschauer sehe ich jetzt leider nicht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es wird wahrscheinlich dann kein Zelda-Stream. Ich muss erstmal gucken. Ich werde dann mal was anderes zocken. Zelda erstmal ein kurzes Päuschen einlegen. Weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.